Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Leben auf dem Bauernhof. Wir machen hier gerade mal ein paar Ballentransporte. Wir müssen die Ballen hier auf die Seite karren. Vom Udo, weil Nachbarschaftshilfe und so. Deshalb mache ich dem gerade die Ballen hier auf den Hof. Und ja, gehen wir mal gerade wieder in Funk rein, ne? So. Alles gut? Jo, alles gut. Ey, ich schmeiße die halt einfach hin, gell? Ich habe keine Ahnung, wie man die richtig stapelt. Ja, das mache ich nachher. Aber geht ganz gut. Haben wir jetzt gleich schon 6 Ballen oben. Gut, ja, ich habe extra keinen Ballenwagen geholt, weil für die kurze Strecke. Ja. Ich meine, ich habe ja alle Wiesen hier am Hof. Ja. Sieht's aus mit Felder? Strohballen? Felder habe ich keine. Ich muss Strohballen immer kaufen. Ich habe überlegt, ob ich manchmal ein bisschen was anbauen soll. Okay. Aber ich brauche halt nur Strohballen für die Kühe. Weil ich habe ja auch einen Kuhstall am Hof. Okay. Aber ich hatte nicht so Lust auf Feldarbeit und eher Wiesenarbeit machen. Ja, aber ich denke, ich bin gern unabhängig, weißt du? Musst du immer Stroh kaufen, ist auch nicht so das Wahre. Wir können uns auch so machen, wie damals ein Bekannter von mir heißt, entweder nur Silage füllen oder komplett auf Heumilch umsteigen. Lohnt sich das? So, dann kriegt sie halt mehr Gülle. Das mischt. Ja, aber ich habe gehört, Mist soll besser sein zum Düngen. Es sollen mehr Nährstoffe durch das Stroh drin sein. Also, keine Ahnung. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich hab meine paar Ecke und das reicht. So, Udo, ich glaube, da ist ein Ballen in den Bach gerutscht. Der Udo ist nicht mehr bei uns. Ja. Ja, ich glaube, den Nachteil hier mit den Rundballen, den werde ich auch haben. Dass die alle davon rollen. Deswegen habe ich einen Heuboden und Fahrsilo. Einen Ladewagen habe ich auch noch. Ja, da leben halt die Vorteile. Will ich halt. Karl? Ja. Guck mal, kannst du danach hier unten die zwei holen? Der eine liegt im Wasser. Ja, habe ich gerade auch schon gemerkt. Ist das hier jetzt eigentlich der Trecker vom Leo oder meiner? Das ist deiner. Okay. Also, das
Da ist der, der am Hof stand, am Händlerstand unten. Hm. Mit dem Frontlader und so. Oh, jetzt darf ich mit dem hier ins Wasser fahren, ey. Oh nein, 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 nein. Oh. Oh, Mist. Ich bin am Überlegen, mir ein Teleskoplader dafür zu kaufen, weil das doof, wenn die immer an den Bach rollen darunter. Ja, aber das liegt ja nicht am. Das liegt ja nicht am Ladedingens. Ja, aber mit dem Teleskoplader kannst du ja ausfahren, da musst du nicht reinfahren. Ach so. Ja, die zwei lege ich dir mal auf die Seite. Jo, macht das. Wie machen sie das eigentlich, wenn sie jetzt mit in die Balle reinstechert mit dem Frontlader, mit dem Ballerspieß? Soll das dann am Ende gern? Als allgemeine Frage. Jetzt müssen sie den Profi hier fragen, das weiß ich nicht. Ja, ja, das ist alles okay. Ja, Zeit ist Geld. Oh, jetzt rollt er wieder. Aber ich habe auch gehört, da gibt es eigentlich so eine Ballenzange. Ja, ja. Oder so ein komisches anderes Transportsystem. Ja, das habe ich auch schon gehört. Das werde ich mir wahrscheinlich mal zulegen. Ich habe auch eine Rundballenpresse gekauft. Aber nicht so eine riesige, wie du hast. So groß ist sie gar nicht. Ja, groß ist relativ. Was hat die halt nur direkt mit. Was hat die gekostet? Weiß ich gerade gar nicht. Warte. Knapp 80.000. Okay. Ja, meine war, glaube ich, günstiger. Glaube ich, 40 gekostet oder so. Ja, das hier ist jetzt von Klaas ein Vorführer. Fällt mir eigentlich ganz gut. Ja. Fragen Leo mal, ob ich die auslösen kann. Dann ist ja gut, dann zahlst du nicht ganz so viel, ne? So, jetzt haben wir es aber gleich geschafft, ne? Jo, gepresst ist alles. Perfekt. Dann komme ich direkt mit zu dir, also runter zum Händler und dann fahren wir noch ein paar Dings weg. Die zwei, die hier liegen, das sind die nassen. Jo. Hat er auch da hingeworfen. Was los? Hast du auch da hingeworfen hier? Ey, die sind schick gestapelt. Alles gut. Ey, das erste Mal, dass ich sowas mache. Ja, dafür ist ganz gut geworden. Na, was ist denn jetzt mit dem los? Ey, ich mach die ganze Folie am Arsch.
So, war das dort alles? Ja, waren alle. Gut. Was machen wir mit dem Schwader hier? Hört er dem anderen wieder mit? Ja, dann mache ich ihn vorne dran, warte. Häng dir an. Hoffentlich wackelt er nicht zu sehr. Ein Stück. Gut. Gut. Danke dir nochmal, ne? Ja, passt schon. Ich werde sicher irgendwann auch irgendwas zu tun haben noch. Gut. Dann stelle ich ihm nachher den Schwader hoch. Mach das. Warte mal. Lass den mal weg. Kannst du mich nachher mit runternehmen? Ja. Nee, warte, dann. Koppelt das mal zusammen. Doch, machen dran. Ich nehme hier das Mähwerk noch mit. Nee, warte mal, war das überhaupt meins? Doch, war glaube ich meins. Mal kurz in die Bücher gucken. Ja. Das Ding hier ist auch noch dir. Welches? Der Futtermischer, ja. Und das war's. Ja. Gut. Dann, wenn du mich nachher mit runter nimmst, kann ich mit dem Ding hochfahren. Mit dem Masse. Ja, kannst machen. Schon wieder die Lenkung am Arsch. Gerade nur Fahrzeuge am Start, die die Lenkung kaputt haben. Dunkel hier. Siehst du auch nichts mehr? Ist so dunkel. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Morgen geht's weiter. Ja, auf der Walchen. Diese Woche gibt es ja jeden Tag eine Folge Walchen um 15 Uhr. Und um 16 Uhr eine Folge Real Farming von der Grünfelder Land. Der ist hier noch am Ansehen, ey. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.